Die nächste Generation der Jedi. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Nein! Sieh an, ein Lichtschwert. Ich war allein an das ziemlich lange und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin, was ich bin. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Hey, BD-1. Ich bin Cal. Nimm die Laser aus meinem Essen! Dann sollte ich jetzt rausfinden, wer ich bin. Ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Marin, richtig? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber Überlebende. Wir passen uns an. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Führt die Order 66 aus. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Sie wird auch dich verraten. Niemand stoppt das Imperium. Der Schmerz hat mich nur stärker gemacht. So viel Hass. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Ich werde nie vergessen. Ich werde eure Lehren erhalten und euer Opfer ehren. Gemäß dem Recht des Rates, Cal Kestis, steh auf, Jedi-Ritter. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Und wohin jetzt? Servus, Matthias. So, das war ein bisschen seltsame Zusammenfassung. Also, es tut mir leid, wenn ich jetzt nicht den ersten Teil gespielt hätte. Ja, hello there. Dann hätte ich keine Ahnung. So. Ja, wir machen auf. Machen wir auf Ritter, komm. Hey, wir sind auf Coruscant. Ist der imperiale Palast? Wie geht's dir? Aber ab heute werde ich abends wieder streamen. Palpatine hat den ehemaligen Jedi-Orden, also den Tempel, als seinen Palast umgebaut. Im Kanon. In Legends hat er einen eigenen Palast.
Reich ist abgeriegelt. Nennt euer Anliegen. Zeit sehen. Ich habe die Gerüchte nicht geglaubt. Ein Jedi. Und wir haben ihn lebend ergriffen. Der Senator erwartet uns. Sie können passieren. Wir wollen den Senator nicht warten lassen. Ja. Wärst du doch mit dem Rest deiner Leute gestorben, Verräter. Okay, die Situation ist schon arsch. Wo ist die Übergabe? Dogs. Solche Geschäfte macht man am besten im Dunkeln. Sicher. Aber was hält den Senator davon ab, uns den Gefangenen abzunehmen und uns in eine Skylane zu werfen? Er muss diese Sache geheim halten. Ja, alles klar. Er umgeht die Inquisitoren und überbietet Vader. Der Bursche treibt ein gefährliches Spiel. Genau wie wir. Dieser Bezirk ist abgeriegelt. Auf Befehl von Senator Tijan. Hier lang. Wir machen einen Umweg. Das ist doch so geplant. Wir ratten in einem Labyrinth, das gefällt mir nicht. Halte dich an den Plan, das wird schon. Solange ich bezahlt werde. Ich habe Rechte, wissen Sie? Gehen Sie freiwillig oder wir verhaften Sie. Wir sind Bürger, so können Sie uns nicht behandeln. Ja, sagt wer. Ebene 2046 hat schon bessere Tage gesehen. Krieg ist teuer. Irgendwer muss ihn bezahlen. Es ist schwer genug, in dieser Galaxis über die Runden zu kommen. Nicht, wenn man der Propaganda glaubt. Schwarze Gefangene. Aber wie können wir Fortschritte machen, wenn Terroristen... Unglaublich, dass ich gleich einen Senator treffen werde. Heutzutage zeigt er sich kaum noch in der Öffentlichkeit. Gut, dass er für uns eine Ausnahme macht. Tja, wir haben etwas, das ihm die Gunst des Imperators verschafft. Ich seh's! Wen haben Sie auf mein Vollmond schon gescannt? Ganz ruhig, Offizier. Der Senator sorgt nur dafür, dass alles einwandfrei läuft. Und schon geht's weiter. Die zwei habe ich jetzt gerade gar nicht mehr gedacht. Das ist aber schon geil auf Coruscant sein. Vor allem, wir sind nicht auf der Oberfläche, wir sind auf einer der unteren Ebenen. Das ist cool. Komm hierher, Jedi. Der Rest von Ihnen bleibt hier. Das war nicht die Abmachung. Abmachungen ändern sich. Diese nicht. Ich komme mit. Oder wir gehen zu Fuß. Nur Sie. Die anderen müssen warten. Terrorist. Du lässt dich so von ihm nennen? Jetzt reicht's. Wo habt ihr ihn aufgespürt? Nachtmarkt. Er wollte eine Kiste mit Elektroprotonenbomben von einem schakrianischen Waffenhändler kaufen. Wie habt ihr es geschafft, ihn zu verhaften? Jedi müssen schlafen, genau wie wir. Sobald der Senator dich in die Finger bekommt, wirst du dir wünschen, du wärst tot. Es ist immer schön, einen Fan zu treffen. Ich liebe diese Druidenmodelle. Hier entlang, Jedi. Kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Das ist meine Angelegenheit. Der Gefangene muss in einwandfreien Zustand sein. Der Senator hat verlangt, dass ich ihn den Gefangenen lebend bringe. Und er atmet noch, oder nicht? Druiden. Aua! Ist der Sektor gesichert? Ja, Senator. Das will ich hoffen. Vaders Hunde schnüffeln ständig herum. Ein Jedi ist dieser Tage seltene Beute. Was haben Sie mir noch mitgebracht? Das Lichtschwert. Ja, was habe ich gesagt? Bezahlt den Mann. Es war mir eine Freude, Senator. Hoffentlich ist das nicht das letzte Mal, dass wir Geschäfte machen. Der abtrünnige Jedi Cal Kestis.
Ihr habt euch bereits einen Namen gemacht. Sabotage von Waffenlagern, Stören von Versorgungslinien. Trägt offen das hier, sodass es jeder sehen kann. Der gescheiterte Putsch auf Norset. Das war euer Werk, nicht wahr? Was wollt ihr, Senator? Ein Geständnis? Sie wissen, dass ich mit Sorge Rara gearbeitet habe. Bevor ich euch dem Imperator übergeben werde, werdet ihr mich zu den restlichen Jedi führen. Das geht nicht. Es gibt nur noch mich. Widerstand ist völlig zwecklos. Ich werde es herausfinden, oder so. Womöglich werden schon einige Worte dafür ausreichen. Doch da drin stehen mir einige andere Mittel zur Verfügung. Doch vielleicht verwende ich einfach das! Deines Meisters Lichtschwert. Jaro Tapol. Ein Verräter, wie ihr es seid. Eines Tages werden sich unsere Kinder wohl fragen, was ist das für ein Ding? Ein Relikt einer korrupten Institution, zerstört durch ihre eigene Arroganz. Arroganz ist eine Falle, in die viele von uns tappen, Senator. Ich bin sicher, der Imperator wird sich nicht daran stören, wenn ich euch in Einzelteilen übergebe. Was? Habt ihr wirklich geglaubt, ihr könntet mich gefangen nehmen? Sie haben streng geheime Militärinfos auf ihrer Yacht. Und sie haben sie direkt zu mir gebracht. Danke, BD. Dafür werdet ihr brennen. Das gehört mir. Haltet den Jedi auf! Oh ja. Ja, das war's mit dem Spiel. War doch super, oder? Ah, ich hab's gemacht mit Rüberspringen. Ah, ich hab'n Arm abgehackt. Sorry. Das alles, Senator? Kommen Sie raus, dann reden wir. Oh, verdammt. Mach das, Alter. Ein Eindringling? Das wird ein Kinderspiel. Noch jemand, oder? Das ist unmöglich. Oh, Alter, das Kampfsystem ist gut. So schnell, Senator. Los, BD. Jetzt kommt er zu uns. Das wird ein bisschen eng. Oh, sehr eng. Festhalten! Alles okay. Kann passieren. Wir müssen zu dieser Yacht. Das war knapp, Kumpel. Das ist nicht dein Fehler. Wir holen die Yacht schon ein. Immer überrascht, wie die klettern können. Ach gut, das sind Sturmtruppen. Da muss man keine Gedanken machen. Ah, verdammt! Das sind keine Sturmtruppen, die können treffen. Das ist illegal. Sturmtruppen dürfen nicht treffen.
sie nicht öffnen. Du hast nicht zufällig eine Lösung, oder? Ja, das ist eine offene Tür. Mehr sagt, also da ist eine Wand, wo ein bisschen ein Riss hat. Mehr sage ich nicht. So, was jetzt? Oh, Data Play Error! Wir müssen diese Yacht vor dem Imperium. Ey, das kannst du nicht machen, Alter! Das ist illegal! Ist es sicher hier oben? Hast du etwa vor, einen direkten Befehl zu machen? Habe ihn im Blick! Ach, verdammt! Egal welche Informationen der Senator hat, ich hoffe, sie sind das Risiko wert. Du gibst die Hoffnung nie auf, was, Kumpel? Das darf man doch nicht machen. Das ist doch. Das ist, nein! Ich hab Rechte! Wieso tust du sowas, Matthias? Ausruhen. Gut, dass da irgendeiner seinen Meditationskreis vergessen hat. Stein und alles. Also, schöne Arbeit habt ihr da. Mal wieder. Bitte nicht. Ich flehe sie an. Ich habe im Krieg gekämpft. Wohl kaum. Und jetzt verzieh dich. Befehl vom Senator. Es reicht. Erschießt ihn. Scheiße. Oh, dafür hack ich den nächsten von euch in Stücke. Geht's denn hier jetzt lang? Da geht's ja vielleicht gar nicht weiter und das war nur zum Sammeln. Ich denke schon, dass es da weitergeht. Ich muss das ja hacken. So, das habe ich dann zugemacht. Das schaffe ich nicht. Seht ihr? Zu weit. Hä?
noch ein Muntermacher. Ich fühle mich großartig. Ich bin dann echt ein bisschen irritiert. Wo geht's denn hier weiter? Kann ich nichts machen? So weit komme ich nicht vom Springen. Ich kann mich da jetzt auch nicht irgendwie dranhängen. Nach wem suchen wir? Der Verdächtige ist männlich, wurde zuletzt in Dock 27 gesehen. Und angeblich ist er ein Jedi. Du machst Witze, oder? Hier auf Coruscant? Er kann auch nicht weit sein. Oder er ist in die unteren Ebenen gegangen. Ziel gefunden! Obdachlosenlager. Wir haben das jetzt geschafft, die zwei Stück da zu treffen. Und das eine, dass da. Oh Gott. Dass das eine in der Mitte da vorbeizuschlagen. Ich hasse es, wenn man so ein paar Wege hat. Magie. Ja, Magie ist gut. Wenn man so ein paar Wege hat und ich weiß, wo man lang gehen will, weil ich dann Angst habe, dass ich eine Sequenz auslöse und nicht mehr in den Bereich komme, wo ich gerade war. Schatz, wäre zu gut gewesen. Irgendein seltenes Mineral nehme ich an. Ja, wunderschön. Holokarte. Ich hab die Holokarte im ersten Teil gehasst wie die Pest. Das ist die Yacht. Treibt immer noch dahin. Das ist die richtige Einstellung, BD. Wir schaffen das. Was? So wie immer. Solange ich meine Kredits bekomme, geht mich das nichts an. So. Okay, alles Gute kommt von oben. Das hast du bestimmt gesagt. Du sagst? Schieß auf das Ziel. Du bringst mich nicht um. Willst du auch noch? Das war gerade, das war ein bisschen asozial, aber ja, ich fand's gut, ich fand's gut. Ich finde, das ist okay.